Kanülierung der Niere mit einer Universal-Seal-Ring-Kanüle mit einem Patch. Universal-Seal-Ring-Kanülen sind in 4 Größen erhältlich: 3, 5, 7 und 9 mm. Bei der Wahl der Kanülengröße kommt es vor allem darauf an, die Kanülengröße auf das Lumen der Nierenarterie abzustimmen. Öffnen Sie nach der Auswahl der Kanüle die Kanüle vollständig, einschließlich der transparenten Kunststoffbasis. Zu diesem Zweck ist ein kleiner Clip vorhanden. Positionieren Sie den Ansatz der Nierenarterie zwischen den Backen des Clips. Stellen Sie vor dem Schließen des Clips sicher, dass die Nierenarterie nicht abklemmt und keine Okklusionen auftreten. Richten Sie den Rest des Aortenpatches so aus, dass er flach auf dem unteren Teil der Kanüle liegt. Klappen Sie den oberen Teil der Kanüle zu. Achten Sie dabei darauf, dass der weiche schwarze Gummiteil der Kanüle in das Lumen der Nierenarterie eingeführt wird. Üben Sie nun leichten Druck auf die Kanüle aus und verwenden Sie Zugbänder seitlich der Kanüle, um die Kanüle zu schließen. Damit ist die Kanülierung abgeschlossen.